Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute darum, wir wollen wieder etwas zusammen kochen. Und zwar gibt es ganz leckere Gemüsepuffer, man kann sie auch Gemüsefrikadellen nennen. Und zwar sind es wirklich ganz viele Zucchinis, es sind ganz viele Möhren dabei. Also es ist ein sehr gemüselastiges Essen. Und ich wollte euch nur ein Rezept näher bringen, was so unser Prinzip halt wieder zeigt oder widerspiegelt, halt viel Gemüse zu essen. Und Gemüse sollte halt Hauptbestandteil der Ernährung sein. Und deshalb heute ein Rezept, wo man wirklich unheimlich viel essen kann und satt ist, auch lange satt ist und halt nicht zunimmt. Und ob das jetzt Menschen, also Frauen wie ich in den Wechseljahren sind, die natürlich immer ein bisschen aufpassen müssen, weil in den Wechseljahren verbraucht man halt ein bisschen weniger, wenn man nicht den härtesten Sport macht, also wenn man nicht wirklich sich stark verausgabt und auch Krafttraining macht. Aber das ist wirklich eine Art der Ernährung, wo man wirklich essen kann, ohne Angst haben muss, dass man zunimmt. Auch Menschen, die in einem Lipödem erkrankt sind oder auch sehr stark übergewichtige Menschen, dieses Rezept ist wirklich genau das Richtige. Ich freue mich auf euch und eins kann ich euch sagen, mir schmecken sie super, super lecker. Und jetzt geht's los. So, die Zutaten für meine fluffigen Gemüsepuffer sind halt Möhren, Paprika, Zucchini, Eier, Mehl, Quark. Dann habe ich noch Petersilie dazu. So, und für das Tzatziki gibt es dann hinterher noch auch nochmal Joghurt und Quark, Knoblauch. Und da kann man nehmen, was man möchte. Gurken und ansonsten kann man sich dann natürlich dazu noch einen leckeren Salat machen. Aber das sind erstmal die Zutaten für die Gemüsepuffer. Erster Schritt war Möhren und Zucchini halt waschen und klein raspeln. So, und jetzt haben wir hier ein paar Möhrchen und Zucchinis. Da kommt jetzt ein bisschen Salz rein und dann kommt das in ein Geschirrhandtuch, sodass das ganze Wasser dann mal da rauskommt. So circa 5 Minuten. So, jetzt sieht man schon, hier ist so ein bisschen das Wasser schon, kommt raus. Ja, das werde ich jetzt mit einem Sieb abgießen. So, und in der Zwischenzeit habe ich halt noch den Rest geschnippelt und das kommt jetzt alles zusammen in die Schüssel. So, jetzt ist soweit alles in der Schüssel. Einfach das also richtig schön ausgefrorene Gemüse, Zucchini und Möhren. Dann noch Paprika und Lauchzwiebeln oder Schalotten. Und jetzt kommt alles zusammen, Quark, Mehl, zwei Eier und Salz und Pfeffer. Und dann kann man schon kleine Buletten daraus machen. Jetzt ist alles drin, Quark, Eier, Pfeffer und Salz. Und jetzt wird das alles gut zu einem Teig vermengt. Dann werden kleine fluffige oder große fluffige Frikadellchen daraus gemacht und angebraten und fertig ist es. So, das sind jetzt die ungebratenen, sag ich mal, fluffigen Gemüsepuffer. So, und die kommen jetzt in die Pfanne. So, während die fluffigen Gemüsepuffer braten, habe ich hier jetzt schon mal viel Gemüse wieder klein geschnitten, Paprika, Gurken, Radieschen. Kommen jetzt noch hier Schalotten dazu, dann kommt da noch Knoblauch, Salz und Pfeffer, Quark und Joghurt. Das ist dann mein Tzatziki, was dann auch noch dazu kommt. So, das ist jetzt angerichtet. Dazu gab es halt hier Tzatziki, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe da jetzt halt Quark, Joghurt und ich habe Knoblauch, Salz, Pfeffer. Ich habe Gurken, Paprika, Radieschen und Schnittlauch reingemacht, also ganz, ganz viel. Kann aber jeder machen, wie er möchte. Dann gibt es eben noch ganz viel Gemüse dazu. So, jetzt probiere ich mal hier mein Gemüsepuffer. Ganz lecker. Ein bisschen Tzatziki dazu. Und sehr lecker. Sehr fluffig und ihr seht, wir können viel essen. Und das ist halt das Prinzip von All You Can Eat Gemüse. Viel, groß, satt werden, trotzdem abnehmen.
bzw. nicht zunehmen. Ich wünsche euch einen guten Appetit.